Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist Zeit für ein Bedanke mich. Diesmal bin ich etwas früher dran. Also bis auf die Sache zum Fotografieren, da bin ich immer noch nicht so weit. Ich gehe aber hoffentlich jetzt, wenn es mal wieder gutes Licht gibt. Das ist nämlich das Problem, woran es gerade scheitert. Eigentlich hätte ich Zeit zum Fotografieren, aber Licht ist so kacke, dass es einfach derzeit keinen Spaß macht, wenn man nur mit trüb arbeiten kann, dann ja, das ist halt nicht so lustig, ne? Muss ich niemandem sagen, der auch selber am Fotografieren ist. Das kann ja auch mal ganz lustig sein, aber ohne interessante Lichtstimmung. Na, so. Also, ich hoffe, das ist nachvollziehbar und verständlich, aber, und damit kommen wir auch gleich zum Bedanke-mich-Teil. Es sind, Moment, 1, 2, 3, 4 Sachen. Da ist wieder reichlich Zeug gekommen in letzter Zeit. Ihr habt es wieder voll übertrieben. Sehr schöne Dinge, sehr schöne Dinge. Also ganz, ganz toll. Aber kurz für diejenigen, die Bedanke-mich-Sachen gar nicht so interessant finden. Vorschau, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt erstmal, das habe ich schon fertig, war ich oben im Schwarzwald mal gucken, wie es denn da ausschaut mit den Dürreschäden, mit den Waldsterben 2.0, wie es in den Medien so gerne so schön genannt wird. Also was man da so sehen kann. Und Erwartungen erfüllt und teilweise war ich aber auch sehr schockiert im positiven Sinne. Ja? Also war für mich eine sehr spannende Tour. Wie gesagt, das kommt demnächst. Und dann bin ich gerade dran, das muss ich noch drehen, habe es aber bereits vorbereitet, die aktuellen Waldzustandberichte auszuwerten. Zumindest der von Baden-Württemberg liegt mir inzwischen zuvor. Für wer es nicht weiß, die Waldzustandsberichte, das sind die jährlichen forstlichen Umweltgutachten. Mal mehr, mal weniger ausführlich, mal mehr, mal weniger brauchbar. Das ist je nach Bundesland abhängig vom jeweiligen Bundesland so rum. Das heißt, die ersten wirklich offiziellen Zahlen zum Zustand des Waldes, bisher musste ich ja auch spekulieren und konnte nur mit Gerüchten arbeiten, so und so soll es gerüchteweise aussehen, so und so schaut es bei meinem Wald aus und der Waldberichter Y berichtet, mein Wald ist tot, der Waldberichter ZK berichtet, mein Wald ist auch tot, Waldberichter Besitzer BT berichtet, nein, mein Wald ist nicht kaputt und immer so weiter, ja, damit kann ja kein Schwein arbeiten, also jedenfalls kann ich da wirklich keine verlässlichen Aussagen draus machen und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt endlich die ersten Zahlen zu 2019 eben entsprechend auch haben. Zu 2018 ist inzwischen auch alles Material da und jetzt können wir die Jahre miteinander ein bisschen vergleichen, ein bisschen gucken, was ist wann, wie, wo passiert, auch die Klimadaten liegen mir inzwischen vor und das könnte interessant werden. So, hoffe ich. Also für mich ein sehr spannendes Thema. Wir kommen zum Bedanke mich. Und ich fange an mit dem Großen. Das Große habe ich mal in diese Tüte hier ausgelagert. Nicht, dass ich mit dieser Tüte Werbung für irgendeine orangene Firma machen möchte, aber das liegt einfach daran, dass ursprünglich war es natürlich in einem Karton und den Karton musste ich leider leer räumen, weil da wollte die Katze unbedingt reinsitzen. Und wenn Katze unbedingt in den Karton reinsetzen möchte, dann kann ich ihr das einfach nicht abschlagen. Furchtbar, diese Katzen. So, dann haben wir den, ist natürlich auch wieder für uns, ja, also auch für Evelyn gedacht, wenn ich das, ich gehe mal da schwer von aus, dass ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, dass das so gewesen ist. Ja, war das. Außerdem ist Kaffee dabei, dass ich inzwischen bestimmt rumgeschlochen hat, dass Kaffee für die gute Stimmung im Hause sorgt. Nicht im Sinne von, dass ich den trinke, sondern dass ich damit eben entsprechend größere Komplikationen durch Frau vermeiden kann. Ne? Ich habe auch nicht mehr viel da für sie, von daher ist das ganz hervorragend und kommt ganz rechtzeitig. Was jetzt nicht heißt, dass mir jetzt irgendwer jede Menge Kaffee schicken soll, ja, also jedenfalls, Kaffee ist super, können wir brauchen, freuen wir uns. Oh, und was ich noch dazu sagen muss, das ganze Zeug stammt aus Schweden, weil der Schicker, Dankeschön, der Schicker war in Schweden und Versender klingt gut, klingt besser. Schenker, noch besser. Ja, war in Schweden und deswegen ist eine gewisse Schwedenlastigkeit der Produkte durchaus vorhanden. Im Übrigen muss ich noch dazu sagen, es waren noch zwei Päckchen von diesen leckeren Zimtschnecken dabei, die ich sehr liebe. Also da hast du meinen Geschmack hundertprozentig getroffen. Ich kann sie euch nicht mehr zeigen, sie sind aufgegessen.
Und ja, das, also das Problem mit dem nicht mehr ganz langen Haltbarkeitsdatum gewisser Produkte in dem Paket habe ich dann sehr schnell gegessen gehabt, sozusagen. Ah, ich liebe die Dinger, da esse ich viel schneller weg, als mir gut tut. Egal. So, da haben wir hier einmal sehr cool, sehr cool, Polarbrot. Das ist also wirklich sehr großes, rundes Knäckebrot. Moment, sagen wir mittelgroßes, rundes Knäckebrot. Sehr großes, kommt noch. Sehr cool, habe ich noch nicht probiert, werde ich aber ganz, ganz, ganz bald machen. Hier ist noch eine Belegeempfehlung dabei. Ja, so eine Scheibe Käse auf Knäckebrot ist schon was Feines. Ich habe in Grönland Käse sehr vermisst. Also wenn es da so ein Lebensmittel gab, was ich am meisten vermisst habe, tatsächlich so richtig schöner Käse, recht weit oben dabei gewesen. Also natürlich auch immer Fleisch, ne? Standardmäßig, das ist nichts Besonderes. Aber diesmal auch tatsächlich Käse. So, dann haben wir ja eben auch noch das große Knäckebrot. Also was ich damit mache, muss ich noch schauen, bin mir noch nicht ganz, es ist halt nicht so mal eben hosentaschentauglich, aber passt in den Rucksack, ist also kein Problem. Vielleicht mal irgendwie eine leckere, was weiß ich was, Pfanne machen im Walde und dazu Knäckebrot, das schmeckt auch manchmal ganz gut. Ich habe mal aus Verzweiflung, als ich auf dem Campingplatz in Norwegen gewesen bin, Kjøttbulla, also diese Fleischbällchen, diese berühmten skandinavischen, die gibt es ja auch in Norwegen und in Schweden, aus der Dose, was besser hatten die da nicht, das war ein Campingplatz im Nirgendwo, mit Knäckebrot essen müssen, weil es mir an allen anderen Beilagen gefehlt hat. Die hatten da nur im Grunde Knäckebrot und Kjøttbulla, noch Dosen noch da. Die werden die nicht neu besiedelt. Und es hat trotzdem großartig geschmeckt. Vielleicht probiere ich das nochmal aus. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so gut, wenn man nicht verhungert aus dem Fjell kommt, aber so in der Idee, von der Idee her. Ne? Dann ist da noch eine Fahne dabei, damit man sieht, wo es herkommt. Finde ich auch cool, da fällt mir mit Sicherheit noch irgendeine Verwendung für ein. Allein um mein Fantum gegenüber dieses Landes hier zu veräußern, kann ich die ja durchaus mal eventuell irgendwo hinhängen. Oder vielleicht im Wald. Evelyn hat gemeint, wenn ich das Dankeschön-Video mache, in den Hintergrund hängen, ja, hätte ich jetzt tun sollen. Ist es mir den Aufwand wert? Ja, ich mach mal schnell. Ja, ist jetzt nur rudimentär befestigt und direkt hinter mir. Ich rutsche ein Stück zur Seite, dann passt es wieder. So, ja, also auch die, da werde ich irgendeine Verwendung, sinnvolle Verwendung für entsprechend finden. So, dann haben wir noch eine schöne City-Grös-Tüte. Kann ich auch hervorragend. Also ganz ehrlich, ich brauche Tüten. Nein, ich will mir keine schicken, aber ich brauche Tüten. So. Dann haben wir die guten skandinavischen Streichhölzer. Die kenne ich auch schon. Das sind so schöne lange. Und netterweise hat man es aber auch nicht übertrieben, an so langen Dingern dann einen riesen Zündkopf dran zu machen. Das braucht ja kein Mensch. Es reicht ja vollkommen aus, wenn die einen stinknormalen Zündkopf haben. Ne? Also Standardfeuerzeug technisch. Und dann hat man einfach sehr viel Zeit, um mit denen ganz viele Kerzchen anzuzünden. Oder man kann einfach weiter erzählen, während das Feuerzeug brennt und es in seiner Kiste, Tasche rumkruscheln, damit mal wieder irgendwas brennt in meinen Videos. Ich zünde mal wieder viel zu selten was an. So, dann haben wir hier Milk-Chocolate hier haben wir hier. Also Milchschokolade, das müsste die eher dunkle sein, wenn ich das richtig interpretiere. Wie gesagt, das war die dunkle. Dann haben wir die Milch. Gleiches System, nur halt als Vollmilchvariante mit 30% Kakao. Moment, was war der Unterschied? Ja, 44 und 30, das ist ein Unterschied. Und dann nochmal Frucht und Mandel, das für die Evelyn. Die freut sich. So, dann haben wir hier noch Keks. Keks zweimal. Das muss ich kurz verköstigen, weil ich habe da gerade so ein akutes Bedürfnis danach, das unbedingt zu verköstigen. Hat den Transport nicht ganz so gut überstanden, aber das macht ja überhaupt nichts. Hm?
Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Wird auch nicht lange leben. Insbesondere nicht, dass ich es probiert habe. So, jetzt haben wir noch auch was ganz Tolles. Also das, was, das große Objekt, ne? Das hole ich nachher noch. Wir haben hier Spezialität des Landes. Zeug, Käse mit irgendwas drin in Tuben. Wirklich Spezialität des Landes, stehe ich total drauf. Stehe ich wirklich total drauf. Ich glaube, das hast du geahnt, möchte ich dir jetzt mal unterstellen. Einmal nämlich Schinkost, also Schinken und Käse eben in. Das ist so Konsistenz von, ja, Streichkäse im Grunde. Ja, schon. Vielleicht ein Ticken flüssiger als das, was wir bei uns als Streichkäse kennen. Und drückt man da raus, so eine Tube ist natürlich riesig, das reichlich drin. Schmeckt hervorragend, übrigens auch so Knäckebrot. Also war ganz was Leckeres und der hier ist natürlich mit Schinken. Dann habe ich nochmal, so eine Tube ist 275 Gramm, also da bin ich wirklich eine Weile am Futtern. Dann habe ich nochmal Baconost, ne? Also mit Speck. Das ist nicht dasselbe, schmeckt auch wirklich unterschiedlich, habe ich alles schon entsprechend verköstigt. Muss ich also diesmal jetzt gar nicht fortköstigen hier. Und wir haben Kräftost, wie auch immer das genau heißt, hier mit diesem Tier, ne? Also Hummerkäse sozusagen, wenn ich das richtig interpretiere, dass das ein Hummer sein soll, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich kenne mich mit so Wasserviechern nicht so aus. Smör ist drin, Smör ist Butter oder Fett, weiß ich nicht. Also ich glaube in dem Fall ist eher Fett gemeint als Butter, aber ja, sehr cool. Die werden wir uns schmecken lassen, das ist auch ideal für Touren, also selbst wenn sie dann mal offen sind, gekühlt halt, die sind sowieso ungekühlt haltbar, soweit ich mich erinnere. Und spätestens wenn sie dann mal offen sind, muss man sie halt irgendwann mal verbrauchen, aber die sind jetzt noch bis 21 wohlgemerkt haltbar und da mache ich mir also wirklich gar keine Sorgen, dass ich die bis dahin aufgefuttert habe. Also wirklich toll für Touren wirklich und so praktisch halt auch. Aufs Brot, ne, wieder zumachen, wieder in den Rucksack, sau praktisch. Da hat man auch wenig, vergleichsweise wenig Müll, keine kleinen fetzigen Teilchen. Das war also bis auf die eine große Sache. Dieses Päckchen aus Schweden, also vielen herzlichen Dank. Das ist toll und ich esse noch einen Keks. Und wieder. Wollte ich so sehr vor Kamera herumkauen, kann man nochmal rausschneiden. So, nächstes Paket, Paketchen. Aber trotzdem toll ist das hier. Das da, das ist, wie man sehen kann, ein Messer. Ich finde das Design sehr speziell, gerade so im geschlossenen Zustand, sieht so ein bisschen aus wie so ein Rasiermesser, erinnert einen so ein bisschen daran, was ich auch eigentlich ganz hübsch finde. Hat auch so ein sehr interessantes Klingendesign, also spitze vorne und nach hinten dann ablaufend. Der Rücken ist schön kantig. Damit müsste man, glaube ich, auch ein entsprechendes Feuerstellchen bedienen können. Wo habe ich denn einen? Das da. Kommt gleich. So. Also. Hier, das müsste also, wie gesagt, auch zum Feuerstahl anreißen. Funktionieren habe ich. Ja. Geht definitiv. Das ist jetzt. Ja. Geht sehr gut sogar. Und das obwohl, muss man sagen, das keine Arretierung besitzt. Ja, das hat eine Feder hier hinten drin, kann man hier so ungefähr erahnen. Stellst du scharf, danke. Ne, und wenn man jetzt das Ding raus so halber umlegt, dann sieht man, dann steht das hier so raus. Das ist also eine deutliche Feder, die einen großen Widerstand darstellt. Ich muss da also schon mit viel Kraft entsprechend drücken, wenn ich es zudrücken möchte. Aber es geht, man kann es auch einfach zudrücken, man muss da jetzt nicht irgendwelche Knöpfe drücken oder sonst wie. Dafür ist es super, super leicht, super, super klein, passt prima in die Hand. Ne? Hier steht ein Hauch raus, vielleicht gerade noch so, aber passt wirklich in jedes Hosentäschlein. Auch wenn man mal Zivilisationshosen anhat, ist das dann echt eine gute Alternative, wenn man so ein kleines Messerle dann einfach irgendwie nochmal mitnehmen darf, kann. Ich weiß es nicht, wie lang das ist, ob das eventuell bei Verschärfungen vom Messerrecht noch kurz genug wäre. Ich befürchte, es könnte ein bisschen länger als 6 cm sein. Aber momentan ist das ja auch noch nicht in trockenen Tüchern, diese Sache mit den 6 cm. Also werden wir mal gucken. Also jedenfalls gefällt mir vom Design her wirklich ganz gut. Schärfetechnisch ist auch sehr in Ordnung. Und ich dachte mir jetzt, dass ich das Ding sowieso eher, also das seht ihr ja gar nicht,
primär als ja, Zivilisationsmesser, so mal eben eine Kleinigkeit aufschneiden oder sonst irgendwie verwenden möchte. Und wirklich toll für in die Hosentasche. Toll auch in meiner Sammlung, weil ich noch keine Klinge dieses Designs habe. Also wirklich ganz was Alternatives. Und da steht auch noch was drauf, nämlich Les Sabots France. Also kann sich dann thematisch zum Opinel gesellen. Passt gut. Und ja, also gefällt mir sehr gut. Ein hübsches kleines Messerchen, so für den Alltag. Was heißt für den Alltag? In die Stadt gehen ist ja nicht mein Alltag. Aber wenn ich mal in die Stadt gehe, dann wäre das durchaus eine mögliche schöne Alternative. Also da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank. Ja. So, dann haben wir also vor kurzem, vor mittlerem habe ich dieses schöne Messer bekommen, das so ein bisschen an die Victorinox Messer erinnert. Ist es nicht. Es gibt ja jetzt inzwischen nur zwei Firmen, die solche Schweizer Klappmesser produzieren und tatsächlich in der Schweiz sitzen, also Schweizer Taschenmesser dazu sagen dürfen, weil es halt in der Schweiz produziert ist. Nämlich einmal eben Victorinox, die ja jetzt Wenger aufgekauft haben, beziehungsweise ein zweiter, weil es Wenger ja streng genommen nicht mehr gibt, auch jetzt solche Messer macht, die ursprünglich nur Uhren gemacht haben, soweit ich weiß, und jetzt machen sie Uhren und Messer. Präzisionsarbeit ist auch bei dem Klappmesser nötig, deswegen ist die, glaube ich, der ist das gar nicht so unabwegig, so abwegig, dass ein Uhrenhersteller auch Schweizer Präzisionsklappmesserchen baut. Ja? Kleinteilig sind die auch, also ich finde, das passt irgendwie zusammen. Und Uhren und Messer sind ja sowieso die Schweiz-Exportgüter Nummer 1. Das hier hatte, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt, einen stinknormalen Schraubenzieher hier vorne, der Schlitz, Kapselheber, also Flaschenöffner. Offiziell heißen die ja Klapsen. Dann haben sie hier einen sehr guten Dosenöffner, der funktioniert wirklich ausgezeichnet. Der hat so ein bisschen anderes Design, als man für den Victorinox gewöhnt. Und dann hat das gute Stück hier noch eine Säge, die sägt auch sehr, sehr gut. Sie ist natürlich bedingt durch die Länge des Messers in der Länge etwas beschränkt. Also irgendwelche riesigen Sachen damit durchsägen möchte ich nicht. Aber für kleine Ästchen hier und da, wenn man sich mal einfach einen kleinen Ast zum Schnitzen absägen möchte, perfekt. Ja? Oder meine Kerbe irgendwo reinsägen, auch das geht wunderbar. Also überhaupt kein Thema, habe ich auch schon wirklich häufig verwendet. Das Messer hatte ich auch oft auch schon draußen dabei. Also wirklich eins der mich regelmäßig begleitenden Messer. Dann haben sie hier so eine schöne Ahle dran, die... Ja, man kann sie streiten. Das Schöne ist, sie hat ein Loch. Ja, ihr seht das. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ob die jetzt besser ist als die Victorinox-Ahle, die halt bekanntlich hier hinten sitzt, also da, wo hier jetzt der Schraubenzieher sitzt, sitzt bei Victorinox die Ahle, also gegenüber vom Schraubenzieher. So rum kann man sehen, dann wäre jetzt hier die Ahle. Aber sagen wir mal so, die ist ein bisschen aggressiver, die macht ein größeres, breiteres Loch, ist für alle Materialien außer Holz sicherlich besser, also von meinem persönlichen Empfinden her, als die Victorinox-Ahle. Ich finde die Victorinox-Ahle bei Holz ein Hauch besser, was nicht heißt, dass die hier schlecht ist. Und dafür hat sie noch ein Loch zum Nähen. Das hat bei Victorinox nicht alle Ahlen. Und ja, also ich finde, die macht auch Freude. Die macht definitiv auch wirklich, wirklich Freude. Ich bin mir noch unschlüssig, was ich lieber mag. Es kommt so ein bisschen drauf an, was man damit machen möchte. Und die hier ist so scharf angeschliffen hier vorne, dass man sie im Grunde auch wunderbar als Schaberchen für zum Beispiel Kienspan benutzen kann, wenn man da ganz feine Spänchen haben möchte oder sowas. Das ist auch eine tolle Funktion. Und dafür sitzt die halt positionstechnisch an der Spitze vom Messer erheblich besser, als das bei Victorinox der Fall ist. Also wenn man seine Primärklingen schonen möchte, hat man mit dieser Ahle hier noch eine Möglichkeit. So, eine Klinge gibt es auch. Ja, und das ist bei diesen Switzer-Messern wohl immer so, wenn man auf das Kreuzchen drückt, das hatte Wenger auch schon die Funktion, also das ist jetzt auch nichts unglaublich Neues, dann löst man die Arretierung und kann es wieder zumachen. Also das arretiert auch. Also die Klinge ist feststehend, das ist ein Liner-Lock, ja, kriege ich nicht zu. Jetzt drücke ich aufs Kreuz, könnt ihr nicht sehen. Jetzt könnt ihr es sehen, so halbwegs, und dann geht sie wieder zu. Also, tolles Messer, sehr schön, sehr kompakt, hervorragend verarbeitet. Also man merkt da wirklich... Ich war so fies und habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Ganz billig sind die Dinger nicht. Man merkt es an der Qualität schon, die sind wirklich ausgesprochen gut verarbeitet. Da passt jedes Teil Mikrometer genau ineinander, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin ja selber weiß ja nicht, wie man solche Dinger baut, aber sieht alles wirklich ausgezeichnet aus. So, und der liebe Messerschenker
war so freundlich und hat mir jetzt noch ein weiteres Switzer Modell zukommen lassen. Das Orangene hier, die Farbe ist mal auch etwas anderes. Stört mich mal überhaupt nicht. Ich bin mal ganz froh, dass ich auch mal ein nicht tarnfarbenes Messer habe. Nicht, dass ich tarnfarbene Messer jetzt auf einmal gar nicht mehr mag. Aber es ist einfach zur Abwechslung, ist das auch mal ganz schön, einfach mal so eins zu haben, was man im Gepäck schnell findet. Ich suche da doch teilweise mal ein bisschen sehr nach so grünen Sachen, wenn sie auf dem Waldboden liegen. Je länger man unterwegs ist, je öfter man sowas verwendet, desto mehr schätzt man es, wenn man hin und wieder auch Ausrüstungsgegenstände hat, die einfach auffällig sind. Ja? Vielleicht, ne? So zumindest meine Erfahrung. Nicht, dass ich nur noch mit Orange jetzt rumrenne, keine Sorge, aber es hat auch mal echt was. Also die Wahl der Farbe, vielen Dank, das spricht mich sehr an. Achso, beide Messer haben übrigens auch hier noch eine Pinzette drin. Da guckt sie raus und ja, ich spare mir alle die Details, das haben wir ja auch schon gesehen. Und das, wie gesagt, das haben auch beide Messer. Und dieses Messer ist mehr oder weniger baugleich als das, wie das hier. Und jetzt habe ich sie eben gerade so nebeneinander gehalten und man sieht schon, das Orangene ist ein Hauch dicker. Viel ist es nicht. Es trägt auch nicht weiter auf beim Tragen. Man merkt das in der Hosentasche eigentlich gar nicht. Stört mich also auch in keinster Weise. Das heißt, irgendwas wird noch dazugekommen sein. Es hat genau die gleichen Funktionen wie das Grüne. Plus, und das finde ich sehr, sehr, sehr genial, diese Funktion. Eine richtige Schere, ja? Eine richtige Schere. Nicht die kleine Futzelnagelschere, die man kennt, die ja wirklich viele Messer haben, sondern eine richtig, richtige Schere. Und die hat hier auch noch jeweils eine Ausbuchtung da, eine Ausbuchtung hier. Und das heißt, ich vermute, die Bedienung ist so gedacht. Und das geht erstaunlich gut. Also wenn man irgendwas bisschen mehr schneiden möchte, wirklich mal auch einen Briefumschlag, gut, das geht natürlich auch mit der Klinge, ja, ein Paket, das geht auch mit der Klinge. Aber es ist mit der Schere manchmal auch ganz praktisch. Man kann mit der Schere auch, denke ich, ganz gut irgendwelche feineren Schnippelereien machen, wenn man wirklich mal irgendwas hat, was man ein bisschen basteln möchte, wenn man unterwegs gerade eine Idee hat, wo man was schön abschneiden möchte, ein Pflaster schön abschneiden, Verband schön abschneiden. Evelyn kann damit jede Menge anfangen, da sie ja ohnehin die Bastlerin von uns ist und sich dann auch freut, wenn sie mal was hat, wo sie was schön abschneiden kann. Ich finde das Ding also damit super, super praktisch, so als Alltagsmesser. Als normaler Alltag, nicht Alltag in der Stadt, ne? Da ist ja dann eher hier sowas. Also finde ich sehr toll, finde ich sehr gelungen. Was sagt die Uhr? Ja, ich habe noch Zeit. Wie immer, noch Termine. Also ganz toll, freut mich sehr. Ist ja auch noch sehr schön jungfräulich und alles noch schön sauber und so weiter. Genau die gleiche Klinge, gleicher Verschlussmechanismus. Liegt vielleicht sogar noch ein Hauch besser in der Hand, weil es noch ein Hauch dicker ist als das hier. Für meine Hände ist das sogar ein bisschen angenehmer, muss ich sagen, wenn es noch diesen Hauch dicker ist. Was aber bitte auch nicht im Rückschluss heißen soll, dass dieses doch eher filigrane Messer schlecht in der Hand liegen würde. Das kann man halt massiv in die Hand nehmen, dadurch, dass es so schön rund ist. Und dann hebt sich es auch wunderbar. Das ist also nicht das Problem. Nur damit sich hier niemand ungerecht behandelt fühlt. Ja, also das ist toll, da freue ich mich sehr drüber. Also da renne ich jetzt auch die letzten Tage primär mit rum, muss ich sagen. Also ja, so geht's zu. Vergessen schon wieder. So, und dann letzte Sache, bevor ich hochrenne, musst du nochmal das zu holen, was beim ersten Paketchen fehlt. Also Geschenk Nummer 4 jetzt in der Reihenfolge, ich habe schon die ganze Zeit um den Hals hängen, ist dieses Ding mit praktischer Kordel, mit dem man sich eben um den Hals hängen kann. Die hat praktischerweise noch so ein Teil zum Ausklippen. Das heißt, man muss die nicht jedes Mal unter dem Hut hervorkuscheln, diese Kordel. Ich mag nämlich normalerweise Dinge, die ich um den Hals hängen habe, nicht so, mal abgesehen von dem Ring, der ist natürlich wichtig, aber ansonsten ist das nicht so meins. Oh, weil ich müsste ja immer den Hut abziehen, wenn ich das Ding abmachen wollte. Und das ist nervig. Und deswegen bin ich dann sehr froh, wenn sie halt so einen Clip haben, dass man sie dann dran klippen und wieder abklippen kann. Dann finde ich das auch ganz praktisch mit um den Hals hängen. So, es handelt sich hier um ein Teil. Das ist schön Camouflage. Und ich kannte das noch überhaupt nicht. Ich habe noch nie gesehen eine Taschenlampe. Doch, selbstverständlich kenne ich eine Taschenlampe, aber das ist die eine Funktion. Es ist eine Taschenlampe, zwei Leuchtmodi, also drei eigentlich. Das ist, glaube ich, jetzt der gedimmte, wenn mich nicht alles täuscht.
dann hat es einen Strobo-Modus und netterweise einen Strobo-Modus, der relativ schnell zu bekommen ist. Es ist wirklich bei manchen Taschenlampen ein Problem, wenn die einen ollen Strobo-Modus haben. Ob man den jetzt braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn sie einen haben, dann haben sie den oft so versteckt, irgendwie im Menü, dass man da gefühlt 10 Minuten durchklickt, bis man irgendwo angekommen ist, wo dann der Strobo-Modus sitzt. Ja, auch hier muss ich, wenn ich den jetzt willentlich unbedingt drin haben will, muss ich mir einen kurzen Moment Zeit nehmen, um den reinzukriegen. Aber ich muss nicht erst hinten drücken, dann vorne drücken, dann hinten nochmal drücken, um dann irgendwie in diesen Stroboskop-Modus zu kommen. Die Idee ist ja, dass das selbstverteidigungstechnisch helfen soll, einen möglichen Angreifer zu blenden, weil das einen möglichen Angreifer halt eben verwirrt. Und wenn du sowieso im Dunkeln unterwegs bist und dann hält dir einer das da vors Auge, dann siehst du nichts. Ja? Und dann kannst du denjenigen nicht angreifen, der dir das vors Auge hält. Das ist so die Idee. Ja, vielleicht. Ne? Vielleicht. Haben ist besser als nicht haben und tut ja nicht weh. Also davon abgesehen kann man damit lustig Disco machen und seine Freundin ärgern. Das kann man damit auf jeden Fall auch noch tun. Und ansonsten zwei Leuchtstufen, super toll, reicht mir auch. Ich habe inzwischen festgestellt, ich bin überfordert von Taschenlampen, die 8 Leuchtstufen haben. Wozu soll das gut sein? Ich will entweder in der näheren Umgebung irgendwas machen, dann brauche ich nicht so viel Licht. Oder ich will rumlaufen und dann hätte ich gerne halt relativ viel Licht. Ja? Also 2 bis 3 Leuchtstufen reichen ja vollkommen aus. Wenn es eine 1000-Lumen-Lampe ist, dann machst du die halt mit 3 Lumen meinetwegen, 500 und 1000 und gut ist. Also ich weiß nicht, wozu man dann noch 6000 Stufen dazwischen braucht. Also wer das haben möchte und wer da Spaß dran hat, okay, klar. Ich persönlich brauche das nicht. Also an sich schon mal toll, schöne Taschenlampe. Jetzt kann man die auch per USB aufladen. Auch das wirklich ganz hervorragend, freut mich sehr. Ich komme auch mehr und mehr von den von den normalen Akkulampen runter. Also Batterielampen habe ich momentan gar keine mehr, also die ich wirklich benutzen würde. Es liegt schon noch eine oder andere irgendwo rum, aber ja, von den Akkulampen komme ich auch immer mehr runter. Mit den austauschbaren Akkus und finde die USB-Aufladbaren, wo der Akku direkt fest verbaut ist, immer praktischer, weil ich ja ohnehin aufgrund der ganzen Technik, die ich mit mir rumschleppe, sowieso immer was dabei habe, um Geräte mit einem USB-Anschluss eben entsprechend aufladen zu können. Deswegen passt mir das toll ins Konzept so und an sich wäre das jetzt alles schon super. Eine schöne, schöne Camouflage-Lampe, nettes Design, die ist auch sehr leicht, fühlt sich super, super leicht an. Mir gefällt das Format, alles toll. Aber das ist noch nicht alles. Soweit wäre es ein schönes Geschenk. Aber was es zu einem wirklich außergewöhnlichen Geschenk macht, was ich noch nie gesehen habe, ist die Tatsache, dass hier noch so ein komischer Bügel dran ist. So ein Sicherheitsverschluss. Das heißt, man muss erst den Bügelchen abmachen. Dann muss man hier pushen, wo Push steht. Und dann geht hier hinten das Deckelchen auf. Da befindet sich einmal der USB-Anschluss, ne, da oben, wo man das Ding eben aufladen kann. Und da befinden sich so seltsame 4 Zapfen. Und der edle Schenker hat mir netterweise dazu geschrieben, dass das ein Tesla-Feuerzeug ist, beziehungsweise er hat Feuerzeug geschrieben im Brief. Und ich habe zuerst gedacht, hä, Feuerzeug, hä, wie denn, hä, das ist doch eine Lampe, hä, Lampe und Feuerzeug in einem, das gibt's doch gar nicht. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es das schon mal irgendwo gegeben hat, aber die Idee, einen Gasdruckcontainer auf der anderen Seite und eine Taschenlampe auf der anderen Seite zu haben, habe ich noch nie gut umgesetzt gesehen. Wenn dann als irgendein Spielzeug, so nach dem Motto, ja, wir haben es gebaut. Sinn macht's nicht, aber wir haben es gebaut. Das Teil macht hingegen sehr wohl Sinn, weil die Lampe ist in Ordnung. Die ist völlig waldtauglich zum Rumlaufen. Und es hat ein Feuerzeug. Das da ist ein Feuerzeug. Und zwar ein elektrisches Feuerzeug. Nicht mit Piezo-Zündung, die in irgendeiner Form elektrischen Funken erzeugt, sondern ein komplett elektrisches Feuerzeug. Und da wusste ich wirklich nicht, dass es das gibt. War mir neu. Und ja, eben der edle Spender hat dazu geschrieben, Tesla-Feuerzeug. Und der gute Nikolai hat sich ja unter anderem, ich bin ja wirklich kein Experte für den guten Nikolai, aber der gute Nikolai hat sich wohl unter anderem auch eben mit Stromübertragung ohne Kabel beschäftigt. Und dabei ist er eben diese Tesla-Spule bei rumgekommen, mit der man so lustige dekorative Blitze in der Gegend rumschießen kann, die man dann auch teilweise einfangen kann. Da gibt es ja so lustige faradaische Käfige, wo man dann da eben, oder so lustige Anzüge, mit denen man dann da drin rumrennen kann und Blitze auffängt. Da gibt es so tolle Physikshows, wo man sich das angucken kann. Alles super spektakulär und fasziniert mich zugegebenermaßen auch ziemlich.
Dass es das aber jetzt auch als Feuerzeug für den Hosentaschenbedarf gibt, das finde ich großartig. Ja, also das ist ein schönes Spielzeug im Sinne von Ben Mark Spielzeug. Ist das wirklich ganz, ganz großartig. So, und jetzt gucken wir mal. Also wenn ich jetzt hier den... Solange das da hinten offen ist, ist es nämlich im Feuerzeugbetrieb. Wenn man es zumacht, hat man hier mit dem einen Ausschalter Lampe. Ja, der eine Ausschalter ist immer nur der eine Ausschalter für das, was man halt gerade eben offen hat. Hat man das Ding hier offen, das ist so ein kleiner Totmann-Knopf sozusagen. Also wenn man das Ding zumacht, dann wird dieser Knopf automatisch gedrückt und dann kann hier nichts passieren, sondern die Lampe funktioniert. Und wenn der Knopf nicht gedrückt wird, dann ist halt das Ding aktiv, sobald man auf ein drückt. So, jetzt habe ich lange gelabert. Tada! Tada! Seht ihr? Toll, nicht? Richtig, richtig, richtig cool. Also zwischen diesen vier Bobbles da gibt es dann jeweils zwei Blitze und die bilden dann so ein Blitz-X. Und mit diesem Blitz-X kann man tatsächlich Dinge anzünden. Ich finde das irre faszinierend. Und man kann es per USB aufladen. Wie cool ist das denn? Ein Feuerzeug, das man mit einem USB-Anschluss per USB aufladen kann, das rein mit Strom arbeitet. Und dann macht es natürlich wahnsinnig Sinn, da noch eine Taschenlampe einzubauen. Finde ich extrem cool. Wir zünden mal was an. Tada! Ja, okay. Gut, es ist natürlich jetzt kein Sturmfeuerzeug mit so einer Flamme. Aber es geht, man kann damit sehr gut auch sehr leicht brennbare Dinge anzünden. Machen wir uns mal einen Kienspan schnell. Hoppala, wo habe ich es? Da habe ich es. Ups. Tada! Ja, also geht wirklich völlig problemlos, wenn man was hat, was sich leicht entzünden lässt. Und wenn sie es nicht leicht entzünden lässt, dann muss man auch ein bisschen üben. Ich denke, generell braucht das ein klein wenig Übung, bis man sich an dieses alternative Konzept des Dingeanzündens gewöhnt hat. Aber für Kienspan funktioniert es super. Und für Birkenrinde wollte ich gerade nochmal ausprobieren. Einen Moment. Dafür habe ich ja dankenswerterweise jetzt wieder jede Menge Birkenrinde. Nehmen wir ein möglichst kleines Stück, bevor ich wieder Ärger kriege, dass ich zu viel hier unten rumzünze. Es soll ja Leute geben, die das nicht mögen. Banausen. Ja. Das ist so tolle Birkenrinde, da ist es schwierig, kleine Stückchen zu finden. So, jetzt. Ja, also Birkenrinde lässt sich damit super, super leicht anzünden. Natürlich selbstverständlich auch sämtliche anderen Zunderobjekte, die von mir favorisiert werden, lässt sich problemlos damit anzünden. Die Idee ist so cool und ich finde das Ding wirklich wahnsinnig gut umgesetzt. Auch das mit dem Kleckelchen zu, Lampe an, ne? Deckelchen auf, Lampe aus. Und also ganz, ganz toll. Also da freue ich mich sehr, sehr drüber. Auch die Idee, ne? Die Technik, die da dahinter steckt. Ganz, ganz tolles Spielzeug. Perfekt geeignet, um gleich nur einen kleinen Nachtspaziergang zu machen. Es ist schon wieder dunkel draußen. Ja, das werde ich gleich noch nachholen. Und jetzt komme ich noch schnell mit dem anderen Zeug, was beim ersten großen Päckchen noch dabei war, was ich vergessen hatte. So, hier ist nämlich jetzt noch die andere Sache. Da bestand auch die Frage, ob ich damit überhaupt was anfangen kann. Kann ich gar sehr. Es handelt sich um ich hoffe, man kann es entziffern, ein Herbarium. Ein Herbarium ist eine Sammlung zu Bestimmungszwecken gesammelte Pflanzen, die man presst. Im Idealfall werden die auch oft dann in eben einer solchen Pressmappe aufbewahrt, also so einzelne Blätter. Die legt man lose in eine Mappe und wenn das dann eine ziemlich alte Mappe ist, dann hat sie hier noch solche schönen Schnürchen, mit der sie dann zusammengezogen wird, damit es halt eben dann auch gut hält und die nicht in der Gegend rumfliegen. Und ja, also ein Herbarium ist zu Bestimmungszwecken gesammelte Pflanzen, die man eben trocknet, presst und trocknet. Beides zusammen, am besten frisch schon in Pressung geben. Das kann man zum Beispiel tun, früher hat man Telefonbücher draufgelegt, jetzt muss man irgendwelche anderen Bücher drauflegen. Wer keine Bücher hat, der hat ein Problem. Der kann überhaupt kein Herbarium anlegen, das geht nicht. Man kann nur mit Büchern die Dinger zu beschweren. Ja, und zwischen Zeitungen einlegen, also Zeitungen, zwischen Zeitungen pressen zum Beispiel, oder Küchenrolle oder Klopapier. Das sind so die drei Varianten. Funktioniert unterschiedlich gut, haben mehrere Leute verschiedene Vorlieben. So, ich blätter hier mal schnell und zeige euch mal einfach exemplarisch ein paar der Dinge, die da drin sind. Also wie gesagt, es sind lose Blätter.
Ich nehme jetzt mal hier den, irgendeine Pflanze, die ich kenne, wäre gut. Da ist nämlich auch vieles dabei, da muss ich ganz ehrlich sagen, da passe ich. Ich bin ja eben baumtechnisch durchaus bewandert, aber bei den krautigen Pflanzen, da hört es dann gerne mal schnell auf. Leguminose. Leider ist es auch nicht ganz einfach, es sind handschriftliche. Die Namen sind handschriftlich. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Wenn ich mich eine Weile davor hocke und überlege, ob ich die Pflanze kennen könnte, dann fällt mir auch irgendwann ein, beziehungsweise dann kann ich das auch irgendwann lesen. Aber es sind wirklich auch noch schöne Exemplare und für ihr Alter. Da steht jeweils auch das Jahr dabei, wann sie gepresst worden sind. Und das ist immer so um das Jahr 1950 herum. Für ihr Alter sind die hervorragend erhalten und taugen wirklich auch noch zur Bestimmung in dem Zustand. Also definitiv. Ich kann da also extrem viel mit anfangen, weil ich habe kein Herbarium. Ich habe ein krautige Pflanzenherbarium habe ich überhaupt nicht. Was ich habe, ist ein Moospflanzenherbarium. Das habe ich mir selber mal angelegt. Ich habe auch ein Laubherbarium, also ein dendrologisches Herbarium, aber eben noch überhaupt keins. Agallium verum, da kann man jetzt mal was anfangen mit. Das ist ein sehr naher Verwandter vom Waldmeister, das Gallium verum, aber ja, eben nur ein naher Verwandter, aber damit ihr ein bisschen herstellen könnt. Waldmeister ist das Gallium odoratum, ja, Gallium odoratum, und das hier ist Gallium verum, also nah dran, aber nicht ganz dasselbe. Und ja, aber ich muss jetzt nicht das ganze Herbarium vorzeigen, glaube ich. Sehr toll, freue ich mich auch sehr drüber. Muss ich mal ganz in Ruhe und an einem ruhigen Ort, am besten eben nicht im Keller, ich nehme es jetzt auch gleich wieder mit hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Feuchtigkeit hier unten, also hier ist es nicht sehr feucht, aber es ist ein Hauch feuchter als natürlich oben in den regulär bewohnten Räumen, sage ich jetzt mal. Und deswegen gehe ich da lieber auf Nummer sicher und lasse es oben. Aber kann ich wirklich sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Auch toll ist halt eben, dass immer die ganze Pflanze inklusive etwas von der Wurzel hier aufgepresst ist. Das ist auch wichtig. Noch besser wäre es mit der kompletten Wurzel, aber das kann man fast nicht machen. Das ist herbarientechnisch dann auch wiederum schwierig, weil die Wurzel sich auch nur schlecht trocknen lässt. Deswegen ist das eigentlich ein hervorragendes Exemplar, sehr schön. Und gerade auch, wenn es so alte Exemplare sind, ich mag ja alte Literatur, und im weitesten Sinne kann man das ja vielleicht als Literatur bezeichnen, da freue ich mich auch immer sehr, sehr, sehr drüber. Und deswegen herzlichen Dank auch dafür. Das ist natürlich sehr wertvoll und ich werde es sicher zu verwenden wissen, wenn ich das nächste Mal versuche, ein paar Kräuterchen zu lernen. Ja, das ist üblicherweise im Frühjahr immer so, dass ich mir im Frühjahr vornehme, jetzt lerne ich noch ein paar zusätzliche Kräuter. Also ich kann ja auch ein paar, so ist das nicht. Aber man kann immer noch ein paar mehr lernen. Es bin nicht so, dass, wie mein Vater, dass ich die komplette deutsche Flora in- und auswendig kenne. Und wenn man mir irgendeine Pflanze bringt, weiß ich sofort, was das ist. Das Niveau habe ich überhaupt nicht. Aber kann ja noch kommen. Und da hilft sowas natürlich außerordentlich. Und da möchte ich mich also auch dafür nochmal herzlich bedanken. Und das wäre es dann auch gewesen. Haufen Zeug. Bin wieder mal sehr begeistert und leuchte mich jetzt durch den dunklen Keller in den Wald, weil da will ich auch noch rumleuchten. Und vielleicht noch was anzünden. Nein, niemals, niemals. Nein, würde ich niemals tun. Und vielleicht esse ich noch ein Schinkenost-Kleckebrot. Mal gucken. Und schmiere es mit diesem Messer. Und dann schneide ich mir mit dem anderen Messer auf die Fingernägel. Was weiß ich. So, macht's gut. Dankeschön nochmal. Und wie gesagt, sinnvolle Videos folgen dann auch in Kürze. Hat ja schon eine kleine Preview eingebaut, beziehungsweise eine kleine Vorankündigung. Egal. Tschüss.